Hallo Facebook, hallo YouTube, mein Name ist Freddy Fuchur und ich heiße euch willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fallout 4. Und in der letzten Folge habe ich das UFO entdeckt und auch das Alien platt gemacht. Und noch viel, viel schöner ist, wir haben den Alien Blaster, der später noch umbenannt werden muss in Freddys geile Pistole oder so. Und da ist er. Ist er nicht wunderschön? Ach geil, freut mich. Das freut mich. Aber noch setzen wir nicht ein. Wir bleiben erstmal bei Freddys Faust. Stecken die aber weg. Und ich wollte eigentlich zu der Vault, die wir da hinten entdeckt haben. Und da dann rein. Dann kriegen wir den nächsten Anzug. Ich sammle jetzt einfach Vault-Anzüge. Das ist das nächste, was ich haben wollte. Was war das? Ist da was? Ah ne, nur Vögel. Okay, da sah sowas wirklich extrem leuchtend aus und ich dachte gerade, das wäre irgendwas Besonderes. Und besondere Sachen mag ich. So, ab zur Vault. Dabei hüpfen wir hier hoch. Zack. Gleich sind wir da. Was ist denn? Hallo? Vault? Das falle ich gleich direkt vor sie. Ja. Was? Wo war das jetzt her? Okay, Piper macht's. Das ist ein Junker, ja. Ja. Komm, einmal können wir ja mal kurz den Blaster verwenden. Schauen, was passiert. Zup. Naja. Ah, okay. Wow, geil. Ja, okay. Aber wir bleiben hier. Geil, den Alien Blaster. Ich hab den Alien Blaster. Yeah, yeah, yeah. Alter, Junker, vielleicht ist das nicht sogar besonders. Entschuldigt bitte. Das gehört jetzt uns. Ja, natürlich, Schatz. So. Wie schön. Wie schön. Wie schön. Schön, schön. Und die Vault 81. Haben wir damit betreten? Eigentlich bin ich doch der Einzige, der... 81. An die Leute hier unten habe ich ein paar Fragen. Wenn sie denn da sind. Klemmbrett. Dann müssen wir aber erstmal aufmachen. Was merkwürdigerweise ich irgendwie nur mit meinem Pitboy kann, aber ich habe bisher noch nicht so viele Leute mit Pitboy gesehen. Ist euch das mal aufgefallen? Fragen über Fragen. Was sagst du dazu? Du. Stehen bleiben. Vault 81 Sicherheitsdienst. Ich weiß nicht, wo du den funktionstüchtigen Pip-Boy her hast. Tja. Erklärung bitte. Vault 81, euch gibt es tatsächlich noch? Das würdest du sicher gern wissen. Mach einfach die verdammte Tür auf. Komm. Vault 81? Euch gibt es tatsächlich noch? Ja. Ziemlich scharfe Beobachtungsgabe. Was ist mit dem Pip-Boy? Ich hab ihn aus Vault 111. Ich hab ihn aus Vault 111. Vault 111? Noch nie davon gehört. Und was führt dich hierher nach 81? 27? Soll das ein Kreuzverhör sein? Ich will nur ein bisschen handeln. Lass mich rein, verdammt. Ihr wollt mich nicht zum Feind haben. Ich bin auf der Durchreise. Ich wollte mich nur umsehen. So ist es. Ich bin auf der Durchreise. Ich wollte mich nur umsehen. Wirklich? Und das soll ich dir glauben? Oh, Aufseher. Wer ist das, Edwards? Ein Reisender aus dem Commonwealth. Keiner von unseren normalen Händlern. Nun, wenn jemand rein will, kann er es sich verdienen. So wie jeder andere auch. Dann übernehme ich jetzt das Reden. Sehr gut. Die Frau mag ich. Tut mir leid. Offizier Edwards hat nur seine Pflicht getan. Ich bin mir sicher, dass du unsere Vorsicht verstehst. Neuankömmlingen schlagen wir gern ein Tauschgeschäft vor. Du hilfst uns, wir helfen dir.
Okay. Aber ich bin ein Vault-Bewohner. Könnt ihr mich nicht reinlassen? Wir könnten es ja mal versuchen. Komm, wir versuchen es. Aber ich bin auch ein Vault-Bewohner. Könnt ihr mich nicht reinlassen? Noch ein Grund mehr, einem anderen Vault-Bewohner zu helfen. Na gut, wir haben es versucht. So, vielleicht brauche ich mehr Informationen. Gut, wir machen's. Ich bin interessiert. Was braucht ihr denn? Fusionskerne. Genauer gesagt 3 Stück. Wenn du die Fusionskerne holst, lassen wir dich rein. Na komm. Ich habe die Fusionskerne schon, die ihr braucht. Wirklich? Sind wir mal so. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen. Ich komm runter und wir treffen uns am Eingang. Ich werde dich erschießen. Das habe ich aber nicht laut gesagt. Das habe ich nur gedacht. Sprich mit Ausseher McNara. Oh, da kenne ich noch jemand anderen, der sich so nennt. Vault 81. Was? Alle arbeiten gerade sehr hart, Kerl. Denkst du, das weiß ich nicht? Gib einfach. Nein. Das ist alles, worum ich dich bitte. Gut, ich sehe, was ich tun kann. Aber wir wissen beide, dass wir nicht ewig so weitermachen können. Fettes Stück Scheiße. Ich meinte, hallo, lieber Mann. Du bist ziemlich kräftig. Für einen Vault-Besucher. Können wir hier nicht schon irgendwo was abrippen? Schaut alle nicht auf mich. Macht dein Pip-Boy auch ab und zu zicken? Meiner macht mir in letzter Zeit echt Sorgen. Meiner ist unglaublich gut, perfekt konfiguriert. Tut mir leid, aber wie du bald sehen wirst, haben wir einige Wartungsprojekte am Laufen. Gwen McNamara, Aufseher, willkommen in Vault 81. Ich hätte wirklich nicht erwartet, dass du einen Vault-Anzug trägst. Kommst du aus einem der Vaults? Ist der noch funktionstüchtig? Habt ihr jemals Bewohner von anderen Vaults gesehen? Er gleicht eher einem Friedhof. Es gibt kaum Überlebende. Er ist verlassen, dort lebt niemand mehr. Nein, nicht mehr. Habt ihr jemals Bewohner von anderen Vaults gesehen? Du bist der Erste. Die ganze Zeit über haben wir keine Besucher aus einem anderen Vault gehabt. Wir sind stolz, dass wir den Vault in den letzten beiden Jahrhunderten am Laufen halten konnten. Wir wären gern ganz unabhängig, aber es gibt gewisse Ressourcen, die wir nicht selber bereitstellen können. Warum bleibt ihr denn isoliert, ja? Ihr setzt also auf das Commonwealth? Euch abzuschotten ist verrückt, ihr verpasst dadurch die ganze Welt. Beeindruckend, dass du den Vault so lange erfolgreich am Laufen gehalten hast. Na komm. Warum bleibt ihr denn so isoliert? Warum nicht? Wir haben ein warmes Bett, saubere Kleidung, ein festes Dach über dem Kopf. Essen und Trinken sind frei von Strahlung. Wir geben uns nicht mit den Elementen oder den Raidern ab. Hier sind wir sicher und für manche zählen nur Sicherheit und Stabilität. Okay. Bist du nicht neugierig auf das Commonwealth und was es zu bieten hat? Ihr sollt dem Commonwealth gegenüber offen sein. Es hat seine Gefahren, hat aber auch vieles zu bieten. Ihr sollt vorsichtig sein. Das Commonwealth ist ein gefährlicher Ort. Interaktion ist eine gute Sache. Das Commonwealth verbessert sich. Interaktion ist eine gute Sache. Lass mich doch mal lesen. Das Commonwealth verbessert sich. Das habe ich auch gehört, aber der Weg ist noch sehr weit. Deshalb gefällt mir das mit dem Geben und Nehmen. Wenn uns Fremde helfen wollen, helfen wir auch ihnen. Apropos, wenn du willst, kann ich dir diese Fusionskerne abnehmen. Wie oft treibt ihr mit Leuten von draußen Handel? Hier, sicher findest du eine gute Verwendung dafür. Endlich, ich dachte schon, du würdest nie fragen. Natürlich, hier sind sie. Komm. Hier, sicher findest du eine gute Verwendung dafür. Ich nicht, aber Dr. Penske ganz bestimmt. Jetzt habe ich aber zu tun. Und was ist mit seiner Begleitung hier? Ich erlaube es, der Sicherheitsdienst ist sowieso schon wachsam. Wenn er lange im Commonwealth gelebt hat, hat er sich seine Freunde sicher gut ausgesucht. Wenn du noch was brauchst, findest du mich in meinem Büro. Mhm. Mit diesem lasziven Blick. 2 Worte. Bestes Benehmen. Entschuldigung, Aufseher McNamara. Wenn du es noch nicht getan hast, solltest du mal im Klassenzimmer vorbeischauen. Katie wäre begeistert, wenn du zu ihren Schülern sprechen würdest. Hey! Was gibt's denn zu tun? Wenn du etwas brauchst, dann sag es mir. Nee, das war gerade falsch. Das ist erstmal alles. In Ordnung. Das war falsch. So, jetzt aber. Hey, Piper! Hey! Was kann ich für dich tun? Handeln. Du musst mal wieder Zeug für mich nehmen. Den Vault 114 Anzug, das ist gut, den kannst du nehmen. Eichhörnchen. Zack. Den ganzen Alkohol. Oh. Wieso bin ich auf einmal so voll?
Wegen dem Serum. Ach, shit. Das Serum. Scheiße. Was mache ich denn da jetzt? Ah, Piper. Was hast du denn noch an Schrott dabei? Aufgepasst. Nach dir. Boah, die hat den ganzen Schrott. Oh, ach, das hätte ich alles mal verkaufen können. Ich Vollidiot. Es kommt davon, wenn man das aufpasst. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Wenn ich das da reinlege, dann darf ich es nicht mehr benutzen, ha? Nur übers Terminal. Hey, Neil. Oh, jemand von draußen in einem Vault-Anzug. Sowas sieht man nicht alle Tage. Ja. Sag jetzt nichts. Aber meine Güte, ich wäre jetzt so gern da draußen. Warum gehst du nicht einfach fort, wenn du gehen willst? Dafür muss man sich gut vorbereiten. An deiner Stelle würde ich vorher lernen, wie man schießt, ja? Da ist es ziemlich gefährlich. Du würdest keinen Tag überleben. Du sollst dir die Außenwelt echt mal ansehen. Hat heutzutage eine Menge zu bieten. Na komm, erst mal schießen lernen, das ist... Hab ich was falsch? Dafür muss man sich gut vorbereiten. An deiner Stelle würde ich vorher lernen, wie man schießt. Ich habe noch nie eine Schusswaffe auch nur angerührt. Weiß nicht mal, ob unser Sicherheitspersonal schon einmal ein echtes Gefecht hatte. Aber angesichts unserer aktuellen Arbeitszeiten wüsste ich nicht einmal, wann ich üben sollte. Warum die langen Arbeitszeiten? Warum die langen Arbeitszeiten? Wir müssen dafür sorgen, dass uns das Dach über dem Kopf nicht einstürzt. Offenbar sind es die beweglichen Teile, wegen denen wir derzeit rund um die Uhr arbeiten. Strukturell gesehen ist 81 wohl noch recht solide. Vault-Tec hat beim Bau dieser Orte keine halben Sachen gemacht. Gut, ich will dich nicht weiter aufhalten und ich muss wieder an die Arbeit. Vielleicht sieht man sich ja noch. Ich will jetzt nicht das Serum benutzen, aber raus will ich eigentlich auch nicht. Kann ich von hier aus direkt nach Sanctuary reisen? Wahrscheinlich nicht, ja. Oder Good Neighbor. Nee, erst nach. Nach Diamond City. Nee. Ach, das ist ärgerlich gerade. Pass auf, was du tust. Wegen dem Rennen. Fuck. Tut mir leid, aber... Das machen wir jetzt mal so. Ich will nicht das Serum nehmen. Wer weiß, ob wir das noch brauchen. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Zumindest sehen wir jeden, der hier reinkommt. Tja. Mühsam, mühsam, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Komm schon, du. Ich nehm... Ja, du kannst mir ja nichts abnehmen, du nette Person. Ach komm. Ab, bevor du noch zusammenbrichst. Nein, alles gut. Wir gehen raus. Alles so schwer. So, geschafft. Wir werden uns jetzt in Good Neighbor wiederfinden. Ich will nicht hier zweimal Ladezeiten machen. So, und da sind wir auch schon. Ich muss gestehen, ich habe kurz... Ach, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wie das so üblich ist bei den Friseuren. Ach, wie geil. Sicher jetzt erst. Hübsch. Sehr geil gemacht. Naja, 50s Friseur oder Coiffeur, Entschuldigung. Hab ein bisschen Schrott doch noch nebenbei in Sanctuary abgelegt. Du bist den Freedom Trail lang marschiert, oder? Das ist super. Du brauchst was zum Schutz, so wie jeder andere auch. So. Hey, Myrna. Du schon wieder. Na, okay, so's. Ich hab einiges im Angebot. Ich will aber nur verkaufen. Dann lass mal sehen, was du so hast. Dies und das. Ja, sehr gut. Vielleicht hat es auch noch Schrotpatronen, die nehmen wir natürlich dann auch. So, verkaufen. Da, da. Ja, da. Ah, den behalten wir. So, alles gut. Ach, den Smoking auch noch. Nur den roten Trenchcoat. Den darf die Piper ruhig behalten. Haben wir sonst noch irgendwas? Fusionskerne, ja, das lassen wir mal. Inventar, ja, also Waffen. Haben wir noch irgendwas
das, was du haben könntest. Nee. Nee, alles gut. Dann nehmen wir den Handel an. So, Dankeschön. Was haben wir denn hier? Hier ist die Rüstungsbank. Ich will aber zur... Ich war schon immer neidisch auf Leute, die andere Sachen als Sätze bauen können. Ich brauche die Waffenbank, die ist wahrscheinlich hier. Oh oh. Ah, jetzt geht's wieder. Kein Schädel aus der Liga. Guck mal die Piper. Schieß los. Diamond City Surplus. Alles, was du brauchst. So, mal weg damit. Wagt euch nicht unbewaffnet vor die Mauer. Hier gibt's das Beste für den Selbstschutz. Jetzt werde ich nie wieder wissen, was das für ein für eine Waffe war, aber wir sehen es ja. Fuchos Faust, Fuchos Fein, das kann man eigentlich modifizieren. War alles richtig. Standardgriff, wir können da nichts machen. Na gut, verlassen. Es ist so geil, dass ich hier so voller Blut bin, dass keine Sau interessiert. Aber okay, so, wir gehen, ach wie hübsch, wir gehen zurück zur Vault. Und da sind wir auch schon. Hier ist ein Händler. Karawane. Eine Waffen und schmutzigen Tod. Ich hab alles da. Ja. Oh Gott. Oh Gott, bist du hübsch. Die hübscheste Person im ganz Fallout. Cricket, Langfinger. Ich hab so viele Arten von Zerstörung im Angebot. Ah, ich höre. Ich? Ja, das ist mein Stuhl. Hey. Komm schon, hol dir deine Waffen bei mir. Kleine oder große, ich hab sie alle. Ja, dann lass mal zeigen. Mal sehen, was du so hast. Oh, wie schön. Lass uns Scheiße bauen. Eigentlich will ich nur Munition. Oh, Kleidung. Ja, aber wahrscheinlich... Warte mal. 290, die könnte ich mir theoretisch holen. Die ist gut. Komm, die nehmen wir mit. So. So, und was hast du noch? Schrot wahrscheinlich einiges, aber das kann ich mir jetzt nicht mehr leisten. Annehmen. BZ. So. So, schön, dann hat sich ja das zumindest gelohnt. Lass mal gerade in der Kleidung gucken. Ja. Wir haben 15%, aber wir nehmen jetzt das hier. Ups. Ablegen, nein, anlegen. So. Sehr schön. Blick dem Brahmin nicht ins Auge, wenn du Verstand hast. Nein, habe ich nicht. So, ich habe da noch ein paar Waffen abgelegt. Das habt ihr ja nicht gesehen. Aber nichts Besonderes. So, Matratze. Wir 3 Stunden mal schlafen mit der netten Piper. Müssen wir wirklich schon aufstehen? Ja. Alle wollen was von meinem Angebot haben. Ja, ich auch. Hey, Cricket. So viele Waffen und so wenig Zeit. Du musst sie einfach kaufen. Ja. Dann sag mal, was du so hast. Stell dir vor, wie gut sich eine davon in deiner Hand anfühlt. Ich habe was ganz anderes, was sich gut in meiner Hand anfühlt. Entschuldigung. Entschuldigt, bitte. Das musste aber sein, ich konnte es mir nicht verkneifen. So. Du solltest auch kaufen. So viele Meilen auf der Straße. Nicht verkaufen. So, dann lasst uns mal in die Vault gehen. Und da sind wir auch schon. So. Schade. Ich dachte, ich wäre unbesiegbar. Und könnte da drüber springen, konnte ich aber nicht. So, dann wollen wir mal. Ich erwarte, dass ihr beide keinen Ärger macht. Ja, ja, klar. Keine Anzeichen von Strahlung. Beeindruckend. Tja, so bin ich. Trägst du deinen Vault-Anzug auch im Commonwealth oder nur, wenn du uns besuchst? Hi.
Macht dein Pip-Boy auch ab und zu zicken? Nein. Meiner macht mir in letzter Zeit echt Sorgen. Hab gehört, dass heute ein Händler vorbeigeschaut hat. Verdammt. Das wird Aaron nicht gefallen. Pass auf dich auf, Besuch von draußen. Ja, es gibt Superkleber, alles Sachen für uns. Bilde dir nur nichts darauf ein, dass Aufseher McNamara dich hier reingelassen hat. Du bist nicht der erste und ganz sicher nicht der letzte Mensch von draußen hier. Ja, sehr gut, ey. Penner. Ich will nur einen Vault-Anzug, mehr will ich ja nicht. Aber ich klaue hier lieber noch nichts. Noch nichts, ihr habt richtig verstanden. Dann lass uns mal. Runtergehen, Piper. Na, na, geht doch. Ist die immer so lang braucht? Wo sind? Piper, Piper ist tot. Da ist er wieder. Oh, komm hier, komm her. Hm? Hey, Piper. Weißt du, du siehst aus, als könntest du das hier wirklich brauchen. Sehr geil. Die Dinge haben mich. Was war das gerade, Piper? Naja, komm. Oha. Hallo. Hey, Mister, bist du wirklich aus dem Commonwealth? Ja. Sarkasse ich? Nein, vom Mond. Hab noch immer Käse an den Schuhen. Ach komm. Ich? Nein, ich bin vom Mond. Hab noch immer Käse an den Schuhen. War wohl eine dumme Frage. Aber du bist sicher das erste Mal hier. Ich kann dir den Vault zeigen, wenn du magst. Kostet nur 5 Kronkorken. Was? Ach komm. Ah. Aber ich zahl dir nichts dafür. Wenn du so knickrig bist, kannst du's vergessen. Find dich ruhig allein zurecht. Hi, Austin. Ich kann es gerade nicht eilig, oder? Piper, was ist los? Hey. Was kann ich... Brauchst du was? Was meinst du? Manche machen sie auch nicht mehr wie früher. Und damit meine ich dich, Blue. Okay. Es wird Zeit, uns zu trennen. Nein. Es wird Zeit, Nein! Uns zu trennen. Nein! Oh, Mann! Wenn du das wirklich willst, dann gehe ich mal nach Hause. Nein! Aber lass mich nicht warten. Nein, abbrechen. Piper. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Bist du sicher, dass du weiter mit mir reisen willst? Nein, klar. Klar, gehen wir. Wird gemacht. Mann, 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 Mann. Was für ein Stress. Ich geh dann mal Arme raus. Aaron, ihre Katze ist ins Commonwealth davon gelaufen. Ich brauche hier deine Hilfe. Was gibt's hier? Ich bitte dich, du hast meine Hilfe seit Jahren nicht gebraucht. Willkommen im Versorgungszentrum. Was immer es auch ist, und entschuldige die Unordnung. Ich habe derzeit einfach keine Zeit zum Aufräumen. Keine Zeit? Warum denn? Keine Zeit? Warum das denn? Na, wo soll ich nur anfangen? Wenn man mit Sachen zu tun hat, die über 200 Jahre alt sind, ertrinkt man recht schnell in Arbeit. Es gibt Tage, da würde man am liebsten gar nicht erst aufstehen. Aber das interessiert dich sicher nicht. Hm. Möchtest du dir mein Angebot vielleicht mal ansehen? Aufkommen. Ich würde vielleicht was kaufen oder verkaufen. Toll, ich habe hier alles Mögliche rumliegen. Sache ist die, ich bräuchte eigentlich Zeug. Kannst du auch hier eigentlich bestimmt ein bisschen aufgebreitet, ein bisschen Wasser gebrauchen. So, nehmen wir mal an. So. Piper. Hey. Wohin? Wir müssen nochmal handeln. Suchst du was Bestimmtes? Ja, ich suche wirklich was Bestimmtes. Du sollst nämlich was Neues bekommen, nämlich das hier. So. Rüber. Ja. Das gefällt mir besser, wenn du das anhast. Nehmen. Den Keks, Alexis. Ach, shit. Hey. Sag einfach. Kriegst auch deinen Trenchcoat. So. Mach Bescheid. So. Ahem. Kann ich dir mit etwas helfen? Mhm. Handel. Dann lass mal sehen, was du so hast. Toll. Ich hab hier alles Mögliche rumliegen. Ja. Das da kannst du haben. So, annehmen. So, wunderbar.
Wo habe ich denn jetzt die Schrauben hingelegt? Das kann ich dir nicht sagen. Ich will den Toaster. Ich will eigentlich alles. Aber egal. So, was mit dir? Nein, Theo. Hey, Holt. Du bist also der Neue. Ja. Hab schon gehört, dass wir jemanden in den Vault gelassen haben. Wie lange hast du vor, hier zu bleiben? Warum interessiert dich das? Weiß ich noch nicht. Werden wir ja sehen. Weiß ich noch nicht. Werden wir ja sehen. Ja, werden wir wohl. Wir hier in 81 können uns um uns selber kümmern. Wir müssen nicht jeden Reisenden reinlassen, der sich zu uns verirrt. Hallo, ich bin Holt. Erschöpft. Geh weiter. Hoffentlich kann ich Nur mich heute Nacht ein wenig ausruhen. Nur weil du einen Wortanzug trägst, gehörst du noch lange nicht zu uns. Ja, ist ja gut, ey, Penner. Nur weil. Ich ist schon höher. Nur weil ich dir in die Fresse gehauen habe, musst du noch lange nicht böse auf mich sein. Hast du es verstanden, du Penner? So. Wow, du kommst aus einem der anderen Boards. Ja, so ist es. Und ich trage den Anzug nicht nur wegen euch. Glasgow. Bleib sauber. Ja, ich bin sauber. Ich bin reinlich und wohl geduscht. Warst du schon im Sanitätszentrum bei Dr. Forsyth? Nein. Er hat mir gesagt, dass er dich zu gern kennenlernen würde. Was hat die denn zu erzählen? Ein Treffer. Kein Treffer. So, nochmal. Barely. Oh, Barely hat 3 Treffer schon. Dann kann's nur Barbet sein. Bin drin. Ja, bin ich. Vorratsanfragen. Geliefert, Fusionskerne, ja. Alles geliefert, geil, oder? Wartungsanfrage. Entlüftung des Atriums, 1. Stock. Es gibt ein Leck in der Entlüftung, muss den Schacht genau auf Schäden untersuchen. Vielleicht ist es ein Austausch eines Teils nötig. Hoffentlich kann ich da was zusammenfuschen, okay. Gang zur Haupttreppe. An den Rohren ist Rost entstanden, müssen geschweißt und abgedichtet werden. Ich werde Teile des Bodenbelags auswechseln, muss mir das genauer ansehen, um das Ausmaß der Schäden einschätzen zu können. Eingang. Die Abdichtung des Betonsockels löst sich anscheinend auf, da sich Wasser in der Verkabelung im Boden gesammelt hat. Muss eine Lösung finden, um alles abzudichten und das Wasser zu entfernen. Aufzeichnungen. Reparaturen? Nichts als Reparaturen. Wenn noch ein Ding in diesem Vault kaputt geht, dann schreie ich. Und mit Schreien meine ich wütend auf die Tasten dieses Terminals hauen und den nächsten frustrierten Eintrag verfassen. Als ich für Aufseher Bart übernommen habe, hat mir niemand gesagt, dass ich ein stinkendes Schiff erbe. Calvin meint, dass die Schäden nicht einmal von uns oder unserem Alltag stammen. Das ist etwas Externes und natürlich ist es für ihn schwieriger, den Schaden einzuschätzen, wenn er extern verursacht wird. Wir können schließlich nicht einfach den Vault ausgraben. Die guten Nachrichten, die Reaktoren laufen weiter ohne zu zicken. 2 Jahrhunderte und kein einziger Vorfall mit der alten Rusty nicht fertig geworden wäre. Auch wenn die Wände um uns herum einstürzen, können wir uns den Untergang also wenigstens bei gutem Licht anschauen. Ich mache gleich alles kaputt. Das Anti-Commonwealths. Ich habe schon wieder gehört, wie ein Bürger einem der Händler erzählt hat, was wir sie ja nicht im geringsten brauchen. Was stimmt mit diesen Leuten nur nicht? Holt, Miranda, ist denen denn nicht klar, dass wir ohne die Händler verhungern würden? Außerdem hätten wir denen dann nicht die Hälfte der Sachen, die wir für die Reparaturen hier brauchen? Ich verstehe ja die Angst davor, Außenseiter hereinzulassen. Ich war ein Nervenbündel, als wir den Vault nach 2 Jahrhunderten Isolation das erste Mal geöffnet haben. Aber man sollte meinen, dass die Leute nach 10 Jahren aufgeschlossener wären und den Gesichtern trauen würden, die wir jetzt so gut kennen. Nicht einmal Horatio wird von allen akzeptiert und er lebt jetzt seit Jahren bei uns. Und klar, ich weiß nicht, was in der Zukunft passieren könnte. Vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir die falsche Person reinlassen. Aber das Risiko müssen wir eingehen und die Veränderungen müssen unsere Leute akzeptieren, wenn wir die nächste Generation noch erleben wollen.
Bobby DeLace. Wie schwer kann es sein, Bobby DeLuca, mit Drogen zu erwischen? So groß ist der Vault doch nicht. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Verstecken und trotzdem bekomme ich die nächste Beschwerde über seinen unschönen Suchten. Das ist in so vielerlei Hinsicht frustrierend. Alle arbeiten hart, alles rund um die Uhr. Fast rund um die Uhr und Bobby, er schläft bei der Arbeit, zu der er noch dazu gar nicht geeignet ist. Er lässt den alten Rusty alles machen. Wenn er nicht high ist, ist er betrunken. Seine Schwester bietet ihm jedes Alibi, das er braucht und so weiter. Ein Teil von mir möchte ihn einfach nur wegsperren, eine Wache vor die Tür stellen und fertig. Soll er doch als Bestrafung den Entzug überstehen. Wir alle wissen, dass er das verdient hätte. Essen, herrliches Essen. Priscilla hat mir gesagt, dass die nächste Karottenernte ins Wasser fällt. Ich wünschte, wir hätten den Platz für konsistenteren Wechsel. Aber sehen wir es positiv. Jetzt vermissen wir die Karotten, aber wir werden uns umso mehr freuen, wenn es wieder welche gibt. Ich werde nie den Tag vergessen, an dem Maria ihre erste Brahmin-Pastete gemacht hat. Ich dachte, ich wäre im Himmel und würde nie mehr abgepacktes Steak essen. Übrigens gegen den Wunsch von Dr. Forsythy oder wie auch immer. Schon kurze Zeit später hatte ich mich daran satt gegessen und war zurück in meinem guten alten Salisbury Steak. Aber immerhin sind Marias Mutterbeerentörtchen immer lecker, obwohl man bei Nachspeisen ja kaum etwas falsch machen kann. Da ist es gut, dass sie sie für besondere Anlässe aufspart. Clever, aber sie ist auch schon lange genug unsere Köchin, dass sie weiß, wie schnell unsere Geschmacksknospen im Stich gelassen. Okay. So, funktioniert. So, wo ist eigentlich die Musik? Da ist die Musik. So, raus damit. Aus damit. Schiebetür. Sauberer roter Teller. Und hier könnten wir schlafen, aber wir dürfen. Wenn es keiner sieht. Wartet mal, haben wir jetzt lieber so. So, gespeichert. Ich bin versteckt. So, sehr gut. Schrotpatronen müssen wir halt alle haben. Ja, dass es Piper nicht gefällt, ist mir leider klar. Aber wir müssen halt auch mal schauen, dass wir ein bisschen Schrot für uns bekommen. Ach, guck mal da. Schnell mal duschen. Geht leider nicht. Gut, dann bedanke ich mich. In dieser Folge sind wir in der Vault 81 gelandet und mal schauen, was hier noch passiert. Die haben sich abgekapselt, merkwürdigerweise, und haben halt natürlich ihre gewissen kleinen Problemchen, aber im Großen und Ganzen scheint es denen gut zu gehen. Mal schauen, was uns in der nächsten Folge erwartet. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, macht's gut und ciao.